Servus Leidl und grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Tiroler RB. Wie ich gesehen habe, haben wir Daniel und ich das letzte Mal dort zwei so kleine Wiesen mit der Einachsmäher gemäht, um Frischfutter für die Kühe zu holen, weil die sind jetzt auch wieder zu Hause. Und ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben beim Einfahren. Daniel ist mit dem Muli unterwegs und ich bin noch beim Schwadern. Und wenn der Daniel nichts mehr zum Sagen hat, darf ich sagen, machen wir gleich weiter mit unserem RB. Servus Philipp. So. Servus. Gehst du Schwadern? Ja. Dann fahre ich das Gas da fertig ein. Und was hast du in der Mittagspause so getrieben? Ah, gar nichts, sag mal, ich stehe da niedergelegt bei mir. Na, recht hast. Recht hast, wenn du niederliegst. Ja, muss auch mal sein. Wäre auch nicht irgendwer. Meine Kühe noch ein bisschen ausgemistet. Ja. Weil ich war ein bisschen bei den Viechern enden. Kälber lassen da weh. Was denn lasse ich? Ich hab gesagt, die Kälber lassen da weh. Ja, sicher. Depp. Dass du für deine Experimente hernimmst. Nein, für das bist du zuständig. Nein. Für das ist meine Frau zuständig. Die kann mit mir Experimente machen. Nein, deswegen schaust du so aus, weil alles schief geht. Weil fertig. Sogar alles schief geht. Weil fertig bist. Mit den Nerven. Ja, wegen dir? Nein, wegen mir. Nein. Ich mache ja gar nichts. Ja, eben. Ja, so ist das. Naja, Sepp, bleiben auf Kuh. Ja, Gott sei Dank, ich weiß, so kann ich Rechnungen zählen. Der Drescher steht halt nur da. Drescher? Aber so Drescher, den holen Drescher? Was von nichts. Weiß nicht, was du wieder hast. So, nein, das ist ja kein Drescher. So, ich bin voll, deswegen kann ich nichts mehr aufnehmen. Aha, haben wir schon wieder gesoffen letzte Nacht? Na. Ich hab mir leider gedacht, vielleicht der Presse noch eine Kleinigkeit eichen. Also. Ja, die Kühe geht's auch besser. Langsam wird alles. Du bist richtig. Jetzt hätte ich Gott wollen sagen, der Traktor läuft noch, oder was bist du ja da? Ich weiß ja, weil ich gerade gedacht habe.
müssen wir auf der ein bisschen mehr am Wald gehen. Naja, jetzt müssen wir zuerst mal die Kirche versorgen. Ja, die haben wir ja größtenteils alles. Schaut alles gut aus. Aber wir müssen jetzt mal Geld verdienen. Für den Wald. Gerne Baum außer da. Ja, wir müssen jetzt aber zuerst noch den Weg bauen, was der Förster gesagt hat. Bei Norman Feld. Ja, da oben war ich eh nicht. Ich kam eh bald viel nicht gescheit, aber alles mit dem Ding nieder hacken. Nein. Sehe ich mir schon. Aber jetzt einfach mal noch mit dem Falter fertig. Der hat beschäftigt. Ja. Weil ich ihn gesehen habe, von außen und her, da hat er so einen kleinen Holzhacker kriegen. Da kann man so einen Meterpriegel einschmeißen. So ein bisschen Brennholz noch machen, zum Verkaufen. Nö. Aber das werden wir jetzt alles in die Tage sägen. Was? Das werden wir alles in die Tage sägen jetzt, was wir machen. So, jetzt kann Alben was dazwischen kommen. Ja. Du weißt ja, wie spontan wir sein. Ja, ja, das ist neu. So. Brauchst du das so eine große Nein? Mit dem Ladebogen. Was? Nimmst du das so ein. Also du bist schon wieder beim Hölzen. Ah, ich habe einen Silobogen gefunden. Wollen gar kein Ohr holen. Fangen wir uns noch Schimpel noch. Ja, ist schon das Licht, aber. Ja, da war ich gut. Bist du fertig mit einem Fleck? Mit dem bin ich fertig, ja, jetzt fahr ich zum zweiten schnell. Ja, dann mach ich die dann, dann kannst du dabei den Dung anfangen. Okay, weil ja. Da hinten davor. Hä? Ja, nein, dann kehre ich nochmal um. Ich werde den Ladewagen klar haben. Dann fange ich schnell und gut noch den Dung an. Haben wir noch so viel Mist da, sonst muss ich noch einen Hänger voll holen. Ich glaub, du musst dann holen. So viel werden wir nicht holen. Ja, was ist das denn? Sohn? Weil ich denke, die Flecke, was wir da gemacht haben, kannst du ja notfalls Sohn auch. Ohne Hochdruck. Oder du nimmst deinen Traktor und das Güllefassel für den Traktor. Ja, könnte. Weil das hat dann Hochdruck. Weil ich weiß nicht, was der lieber ist. Ja, wir haben ja leider Güllefassel da bis jetzt.
Ja, was für Mulli und was für ein Traktor? Und das von Traktor ist Hochdruck, oder? Hochdruck, ja. Nein, nein, nimm den Traktor. Du ja, eigentlich wollte ich ja auf den Mulli umsteigen, aber die Tür hat es gehalten, weil ich mit deiner Leerwesten da. Da wo es ganz steil ist, kannst auch du noch mit deinem Mulli fahren. Das passt schon. So, schauen, wo wir das Gewicht haben. Da hinten steht's, wenn Stadelzüge. Also schau, dann sind wir mal jetzt für dich. Wenn du Schwarz willst, da hinten war Schwarz. Ich brauche jetzt Schwarz. Gegenüber vom Haus. Ich soll jetzt ein bisschen Gewicht vorrauchen. Das Rote. Da ist gleich auf was. Wo ist der Güllegraber? Finde ich den wieder nicht. Kostall. Ja, im Kostall. So. Digga, auch da zum kleinen Fleck auch von Weeby, weil. Ja, und du fährst halt auch. Wenn er kann man das auf den nächsten Tag, weil das bringt keinen Trag. Und mit BAM zusetzen. Kann man machen, ja. Bleib kurz so stehen. Oh, die Bremse ist nicht mehr. Ich bin wohl auf der Bremse. Oh ja, da über die Kuppen ist nichts. Warte mal, bleib mal so stehen. Ah, wenn er mal auf. Ah, gotcha. Oh kurz, ich mach gleich ein paar Erinnerungsfotos. Passt. Danke. Wahrscheinlich findest du ein schönes Fotoalbum. Naja. Pfeife, das geht sich nicht, nicht aus. Ja, aber jetzt brauche ich bei mir anzufahren. Das ist fast zu schwer. Macht auch wieder ein Johnny. Ja, ist mir egal. Ich wäre ihres Kerl über jetzt viel, nicht dass ich irgendwo rutsche. Weil die Zeit werden wir wohl noch haben. Kommt drauf an. Zeit ist gehört und gehört haben wir was. Die Zeit haben wir auch keine. War extrem schmierig da auch. Also? Also nicht 25 Tonnen im Gesamtgewicht. Ich muss eh mal die Wasserpumpe tauschen lassen von Johnny.
einen Service machen. Wieder hier oder was? Na, was ist ein Service? Da hat alles in Ordnung gehen. War ich gut, wenn ich jetzt schon hin war wieder, Johnny. Du stehst im Freiberg am Ulle, ich bin jetzt schon wieder was auch. Nein, es ist leider so, was alles gemacht ist. Weil ich am meisten unterwegs bin mitten. Ja. Da war ruhig mehr Abstand lassen, gell? Die spritzt weiter. Hengst? Na, ich jetzt kriege ich sitzen, dass ich da den Auchenburg. Oh, von oben auch wieder. Herwürgen braucht man die Maschine nicht. Ah, wo ja, die brauchen sie schon. Muss man nachher mal den Computer umstecken beim Traktor, dass ich die Software verändern kann. So, zeigst du das denk? Ja, einfach leider die Einspritzdüsen ein bisschen höher schraufen. Gut geht's. Wo ist gut? Was? Bühnen? Was machst du gerade? Hä? Was machst du gerade? Alter, ich hab bei uns einen Blumensittel, da haben wir das Ruhe ausgespielt, weil es Kopfgehen ist. Richtig. Nein, muss noch ein bisschen. Nur eine Kleinigkeit.
Mal schauen, ob die Bremsen funktionieren. Und gern's noch. Na. Immer. Der Hänger schert. Jetzt bin ich angeschossen. Jetzt da? Ja, ich bin unten gerade noch auf den Schulter gekommen. Na, da auch gefahren, da kämpft er mit so viel Tonnen. Naja, ist echt ein schwerer Traktor. Ja, und fast halt auch. Ne. Jetzt sehe ich jetzt. Ich bin jetzt fertig. Fertig, ja? Ja. Perfekt. Ich muss wirklich denken gehen, ich lasse mir 12 Liter rein. Ah, das war nicht gut, wenn es nicht machen darfst. Viel kann in Fasseln auch nicht mehr rein sein. Na, ja, das ist irgendwas, was er markiert hat, oder? Ah, ist auch gerade oben, wo man ein bisschen laufen machen. Ja, unten eine Reihe stehen lassen, neben dem Feld. Und einfach suchen, einen Weg ziehen, wo es am besten geht. Da tat ich, wo ich jetzt gerade stehe, also, warte, wo bist du? Hä? Ja. Schau, wir müssen halt los. Da schauen, unter die Schupfer vorbeikommen. Weil da war's flach. Echa. Können wir mal den Arsch umschneiden? Da weg. Darf ich den Arsch nochmal umschneiden?
Was? Darf ich den ersten nochmal umschneiden? Wie krim? Dann. Ah ja. Ja, na weg das. Dann müssen wir zusammen durchs Salto fahren. Schönes Holz da. Okay, schönes Holz. So, du bist noch beim Auszeichnen. Ah, bin ich schon fertig. Langsam Förderrenten. Wir sind auch fertig. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Ihn auch liken. Da einen Daumen nach oben. Ja. Abo, es kostet 3 Sekunden. Da hat uns gefallen. Und ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, Gült groß angeführt. Dann werden in der nächsten Folge schauen, was wieder auf uns zukommt. Und ich darf mal sagen, Servus. Servus.